Carsten Rohwedder. Der war Rohwedder in den Wirtschaftsausschuss gekommen. Ich war zugeordnet vom Ausschussvorsitzenden. Kümmern Sie sich mal um den. Den kannte ja noch keiner. Das hieß, der kommt von der Treuhand. Er hat dann gesagt, was machen Sie jetzt eigentlich? Ja, ich bin hier Referent beim Wirtschaftsminister. Ja, junger Mann, gucken Sie mal nach vorne. Die Geschichte ist vorbei, die sind pleite, das ist Schluss, aus. Was machen Sie denn dann? Ich weiß nicht, schauen wir mal, müssen wir mal gucken. Er sagte, ich mache Ihnen einen Vorschlag, kommen Sie zu mir. Ich brauche so junge Leute, die können von mir lernen oder von uns lernen, wie das funktioniert, diese Marktwirtschaft. Und wir lernen von Ihnen, wo hier die Minen liegen. Das war der Deal. Am 1. Juli werden der Treuhand unterstellt, 8.400 Betriebe, 25.000 Einzelhandelsgeschäfte, 7.500 Gaststätten und Hotels, 1,7 Millionen Hektar Land, 4 Millionen Arbeitnehmer. Wir werden durch eine Phase der Probleme und der Risiken gehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass schon mittelfristig die Situation für die Menschen in der DDR, für die Arbeitnehmer in den Betrieben wesentlich